Das hat wirklich weh getan. Okay, wir haben eine Controller-Tierlist. Okay. Wir haben keine allzu alten Controller. Das ist gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Wo fangen wir überhaupt am besten an? Wir machen jetzt die Controller-Tierlist. Das ist gut. Wii U Gamepad C. Das Wii U Gamepad ist nicht gut. Es liegt nicht gut in der Hand, aber es liegt okay in der Hand. Es ist nur zu groß und klobig und generell nervig. N64, da bin ich mir extrem sicher. Ich meine, es ist ein N64-Controller. Er ist dumm. Der Control-Stick nutzt sich unfassbar schnell ab. Pad auf der linken Seite, das Kreuz, wird nie für irgendetwas verwendet. 30% der Controller, es gibt keinen Grund dafür, dass es ein Dreizack ist, weil das Kreuz für nichts verwendet wird. Mir fällt nicht ein Spiel ein, wo das für was verwendet wird. Ich kenne nicht so viele 64-Spiele, aber dennoch. Wird es immer für 64 für was verwendet? Pokémon Stadium? Kirby. Ja. So, Joy-Cons. Fick die Joy-Cons. So. Zum einen, sie gehen kaputt. Zum anderen, Sticks sind fürchterlich. Knöpfe sind fürchterlich. Es ist eigentlich alles davon ziemlich fürchterlich. Und dann kann man... Ich möchte, dass ihr mich daran erinnert. Dass ihr mich aufklärt diesbezüglich. Sagen wir, ihr habt die Switch gekauft und ihr habt beschlossen, dass ihr nicht für 70 Euro noch einen Pro-Controller kaufen wollt, okay? Ihr habt einfach die Switch gekauft und ein Spiel, Breath of the Wild. Und dann denkt ihr euch, Mann, dann werde ich das Spiel wohl mal im Fernseher spielen und dann spielt ihr es ein bisschen. Habt ihr Spaß eures Lebens, oder auch nicht, nachdem wie sehr ihr Breath of the Wild mögt. Und dann fällt euch auf, dass der Akku leer ist und denkt euch, dann sollte ich wohl diese Halterung nehmen und das USB-Kabel mal eben anschließen an meine Joy-Cons, um weiterspielen zu können. Und dann fällt euch auf, Moment, diese Joy-Con-Halterung hat gar keinen USB-Anschluss. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig weiterspielen und das aufladen. Dann denkt ihr euch, existiert sowas vielleicht? Vielleicht wurden von Partys gemacht oder so? Ich werde mal auf Amazon nachschauen. Und dann seht ihr, dass es von Nintendo selbst eine Halterung gibt mit einem USB-Anschluss. Für, ich glaube, 25 Euro. Die sie einfach nur, ich würde einfach mal vermuten, aus purer Gehässigkeit der Konsole nicht beigelegt haben. Und dazu gehen die Joy-Cons auch noch an sich kaputt und... Nein, dieser Controller kann die Schnauze halten, okay? Das ist einfach nur Abfall. Warum ist das nicht Standard bei der Konsole? Das ist die Frage! Das ist die Frage! So ein Schwachsinn. Xbox 360-Controller. Dann wiederum würde ich ihn, glaube ich, inzwischen eher auf B packen. Für mich war er früher ein fantastischer Controller. Ich dachte mir, Mann, wie könnte es noch besser werden? Inzwischen muss ich sagen, die oberen Schultertasten RB und LB sind ein bisschen zu schmal. Die Control-Sticks sind ein bisschen seltsam auch. Und die Knöpfe an sich. Knöpfe tun weh, wenn man darauf den Clown Dark Souls-Griff macht, wenn man mit der Seite von seinem Fingernagel auf die Knöpfe drückt, dadurch, dass sie so abgerundet sind und so hart. Ich denke, die Knöpfe sind nicht gut geformt, viele davon. Und dazu kommt noch, dass er nicht mal mit dem richtigen Akku kommt, sondern dass man so ein fettes Pack unten ranpacken muss und ich weiß nicht ganz warum. Waren kleinere Akkus eine Sache, die zu Zeiten der Xbox 360 noch nicht erfunden waren? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich weiß nicht, das ist, er ist okay, ich habe ihn lange verwendet, aber outdated, würde ich sagen. Also das Problem mit dem Xbox-Controller ist, mit dem Duke, den habe ich nie verwendet. Bei dem Freund, bei dem wir gespielt haben, hatte der große Bruder eine Xbox und er hatte einen Duke. Und der Controller war für mich immer viel zu groß. Ich habe ihn nie verwendet. Es war immer sein Controller. Er hat damit gespielt. Und ich weiß nicht, wie er wäre. Ich kam nie in den Genuss davon. Das heißt, können wir nicht auch ein... Ich brauche ein Keine-Ahnung-Tier. Shit.
Keine Ahnung. Er hat ihn immer verwendet und er hat mich, der Controller hat mich immer sehr eingeschüchtert. Und, ja, Duke, ich weiß nicht. Ich hätte ihn heutzutage, ich würde ihn gerne mal in der Hand halten. Irgendwann muss ich das machen, es wäre interessant, aber sehr, sehr seltsam. SNES-Controller. Erfüllt, was er erfüllen muss, aber ehrlich gesagt. Ich hatte nie das Gefühl, dass er soll nicht gut ist. Auch wenn man ihn, vor allem wenn man ihn zum Beispiel mit dem, S oder A? Ich habe zu wenig Erfahrung damit, mit dem Six-Button-Mega-Drive-Controller vergleicht. Er ist einfach so viel besser. Dazu muss man sagen, ich habe nur die USB-Variante. Das heißt, ich hätte nie den Originalen, aber... Was, dein Serie-Controller sind echt shit? Nein. Was? Der Six-Button-Controller ist fantastisch. Er ist ungefähr der beste 2D-Controller, den ich mir vorstellen könnte. Das D-Pad ist so dumm. Nein, es ist nicht. Du kannst damit Diagonalen drücken. Doch, doch. Nein. Das hört sich den Streamtitel an. Ich habe den Streamtitel zu irgendwas oder so geändert. Ja, ist okay. Ja, ich will ihn auf A packen. Als ich ihn mit ihm gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass er ungefähr so ziemlich der ultimative 2D-Controller ist. Aber ich habe nicht genug damit gespielt, um ihn auf S zu packen. Aber ich denke, das, was er macht, macht er hervorragend. Schultertast könnte wahrscheinlich besser sein, aber ich denke, er leistet gute Arbeit. Ah, PS4, ja. Yeah. Machen wir A. Dann wiederum, wenn das A ist, dann... Ich glaube, ich packe den Mega Drive Controller auf B. Ich denke, ich packe ihn auf B. So, PS4 Controller. An sich wäre für mich ein S-Tier. Aber ich denke, der Xbox One Controller ist ihm durchaus überlegen. Und was stört mich am PS4 Controller? Das Steuerkreuz. Ich mag es ehrlich gesagt nicht sonderlich. Und er hat ein riesiges Touchfeld, welches als Start- und Select-Taste verwendet wird. Und ich habe ungefähr 3 Jahre gebraucht, um mir anzugewöhnen, nicht auf Share zu drücken. Und dann noch ein weiteres Jahr, um herauszufinden, dass ob man rechts oder links auf dem Touchfeld drückt, dass das oftmals als 2 verschiedene Tasten gilt. Und ich hatte das Gefühl, er hat eine Lernkurve. Er hat eine gewisse Lernkurve, die etwas, die war ein bisschen zu hoch für mich. Also ich meine, ich kam damit gut klar, aber es gab ein paar Verwirrungen für mich, ehrlich gesagt. Bei Hitman 2 ist Share Select, wurde auch langsam Zeit. Und dann werden wir jetzt natürlich mit dem wissen, wir kommen später dazu. Bloodborne macht man damit auch irgendwelche Emotes, wenn man den falsch hält oder so. Ja, wenn du X gedrückt, lässt du den Controller ein bisschen schüttelst, machst du damit Gesten. Aber Gyrosensor ist eine gute Sache. Ich denke, der macht sich gut bei Controllern. Dagegen will ich nichts sagen. Er wird nur nicht viel eingesetzt. Schultertasten auch, weil hier immer du gedrückt hast, wenn du dich auf den Schoß legst und der Share-Button ist so nervig, ich habe lange gebraucht. Was heißt, ich bin Schultertaste überfordert? Der hat einen Gyrosensor? Ja. Yeah. Es gibt ein paar Spiele, die ihn verwenden. Damit meine ich, ich hatte irgend so ein, oh Gott, so ein Port vom PS Vita-Spiel, da hat man immer mit dem Controller geleuchtet irgendwie und den Weg von der Figur. Und, keine Ahnung. Free-Button-Controller. War ich ehrlich gesagt ziemlich shit. Er sieht dumm aus und der hat sich schlecht angefühlt. Der hat mich nicht umgehauen. Ohne den könnte ich ziemlich gut leben. PS2-Controller. Interessant am PS2-Controller sind die analogen Face-Buttons. Also das ist je nachdem, wie fest man X oder Kreis oder was auch immer drückt, dass verschiedene Dinge passieren können. In San Andreas zum Beispiel muss man wirklich komplett durchdrücken, damit man Vollgas gibt. Wenn man nicht ganz durchdrückt, hat man nur ein bisschen Gas gegeben. Und ich denke, das ist interessant. Auch wenn es natürlich nicht viel Verwendung gefunden hat, weil es an sich auch eine dumme Idee ist. Aber ich weiß das zu schätzen. Ansonsten, die Sticks an sich. Ich will nicht sagen, dass die von schlechter Qualität waren, aber... bei den meisten Controllern sind sie bei mir, irgendwann haben sie sich gelöst. Was hauptsächlich an Budokai Tenkaichi lag, wo man mit beiden Sticks drehen muss, um möglichst effektiv das Zeug aufzuladen. Nein, warte, es war Budokai 2. Man musste immer drehen oder gegeneinander drehen und damit sind irgendwann immer die Teile oben abgegangen und hatte man nur noch die
Es war noch dieses Plastikteil darunter, was funktioniert hat, aber... ist an sich ein okayer Controller, aber... Hau mich nicht um. Ah, Switch Pro Controller. Ich habe das Gefühl, der erfüllte alle meine Bedürfnisse. Das Steuerkreuz finde ich angenehmer als beim PS4-Controller. Sticks sind okay. Sind am Rand ein bisschen aufgeraut, damit man nicht so sehr mit dem Daumen abrutscht. Und ja, ich denke, alle Buttons erfüllen ihren Zweck ganz gut. Will ich ihn aber auf S-Tier packen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er ist wirklich gut, aber irgendwie ein bisschen... Irgendwas fehlt mir noch ein bisschen. Ich glaube, was mich daran stört, ist, dass die Form etwas unattraktiv ist. Sehr, wie er einfach darüber geht und einfach... kommen einfach die Griffe raus. Wenn man das mit dem Xbox One Controller vergleicht, er hat eine gewisse Ästhetik. Das ist nicht einfach, kommt random die Griffe raus, sondern es ist einfach vom Design her so gewollt, dass es da weitergeht, versteht ihr? Und deswegen denke ich, liegt gleich gut in der Hand, er sieht ein bisschen aus, als würde er seine Hose zu tief tragen, versteht ihr? Deswegen ist er auf A. Ich meine, irgendwie muss ich das differenzieren. PS1 Controller. Ich meine, das ist ein DualShock, nur ohne die Sticks und. Ja. Dreamcast Controller hatte ich leider nie. Mit leider meine ich das okay. Ich weiß nicht, ob ich jemals den Dreamcast haben will. Kuriose Dinge am Controller: Das Kabel kommt unten raus und es geht quasi zu dem Bauch vor dem Spieler hin. Und da muss man es unterm Controller befestigen, damit es nach vorn geht. Ich wundere mich, Sega? Was? Warum? Was ist das für eine Entscheidung? Und dann soll das Steuerkreuz auch wirklich mies sein. Und ich glaube, der Stick ist auch aus Plastik. Ich glaube, der Dreamcast-Controller an sich ist, Da muss man wirklich für bereit sein. Ich glaube, der ist generell gar nicht mal so super. Warte mal. Oh, ist das der DualShock? Die sind gleich für mich. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen den beiden gibt. Ich weiß, vielleicht hat er nicht die analogen Face-Buttons, aber... In meiner Welt ist das der gleiche Controller. Liegt scheiße in der Hand und ist lächerlich groß. Graues PS1, ich weiß. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Oh, vielleicht hat der... der DualShock... Wenn er schon DualShock heißt, müsste er schon Rumblepad haben. Im Inneren. Und ich kann mir vorstellen, dass die analogen Face-Buttons halt... dass die nur der neuere hat und der andere nicht. Weiß das jemand? PS2 hat Rumble. Hat der PS1-Controller auch schon Rumble oder ist das der Unterschied? Wenn ja, würde ich ihn vielleicht sogar höher packen. Ich hasse Rumble. Ich denke, Rumble ist, ich weiß nicht, vom Controller noch wirklich Rumble haben. Ich meine, außer weil sie es immer hatten, aber... Nein, PS1 hat keins, okay. Möglicherweise finde ich Rumble immer anstrengend. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte besser damit leben, wenn kein Rumble an wäre. Es gibt Situationen, wo es nett sein kann, aber die meiste Zeit über ist es störend. Es stört mich wesentlich öfter, als dass es mich erfreut, dass Rumble an ist. Das heißt, wenn wir eine Rumble-Tierlist machen wollen, Rumble landet für mich leider auf dem D-Tier. Ehrlich gesagt. Ah, GameCube-Controller. PS2-Controller ist runtergefallen, alles gut. GameCube-Controller. Was macht der gut? Stick ist gut. Face-Buttons sind wahrscheinlich die besten von allen Konsolen, die es jemals gab. L und R. Analoge Tasten, die man zum einen leicht drücken kann und verschiedene Dinge geschehen, was nicht viele Spieler ausnutzen, aber in Star Fox Ventures macht es was. Und dann, um den richtigen Druck zu machen, musst du noch einmal extra drücken, was dann... Für den klassischen. Soll ich GameCube ASMR machen? Für den klassischen GameCube-Klang sorgt. Steuerkreuz? Absolut gänzlich nutzlos.
Deswegen wird es auch kaum verwendet. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt... Ich spiele jetzt einfach mal Metroid Prime 2, okay? L anvisieren, B springen, A gedrückt lassen, um zu schießen, loslassen, X in den Morphball, Bomben legen mit A, raus aus dem Morphball, Y Missiles abfeuern, Z auf die Karte. Schon der kleine Z-Button, um eine Karte zu öffnen. Okay. Ich dachte, ich will dem Hype nicht ganz nachkommen, aber ehrlich gesagt... Ich meine, der C-Stick ist... Wenn man einen Shooter spielen will, er ist übel. Das Kreuz, ebenfalls übel, aber alles andere, allein der kleine C-Button, der Z-Button für die Karte. Komm schon, das ist gut. Das ist ein guter Controller, ist mir egal. Ich glaube dem Hype. Ich glaube dem Hype. Vor allem, wenn man dann ganz viel Glück hat, hat man noch einen Wavebird, was der kabellose GameCube-Controller ist. Oh, und seht ihr was? Er hat auch so ein fettes Batteriepack auf der anderen Seite, aber... Komm schon, der kam ein paar Jahre vor dir raus, Xbox 360 Controller. Was ist deine Entschuldigung? Der C-Stick ist scheiße, das C-Pad ist kacke, die Face-Buttons sind weird von der Größe und die Face-Buttons sind fantastisch. Ich denke, die Face-Buttons funktionieren unglaublich gut. Man weiß immer, wo welcher Button ist, den man drückt, weil sie verschiedene Formen haben. C-Knopf fühlt sich so an, als ob er feststeckt. Nein. Nicht bei den Originalen. Die analogen Schultertasten sind unnötig, laut und anstrengend. Ich kann ihn wirklich nicht leiden. Ich glaube, du magst einfach nur keinen Spaß. Kann das sein? NES-Controller. Ich bin mir unsicher, ob ich jemals einen NES-Controller in der Hand hatte. Aber ich weiß genau, wie er sich anfühlt. Ich weiß einfach haargenau, wie er sich in meine Hand bohren wird an den Kanten und wie sehr ich ihn hassen würde. Vielleicht sind die Facebuds noch ein bisschen wackeliger, als ich mir wünschen würde und... Nah. Ich werde den NES-Controller hassen, wenn ich ihn irgendwann in der Hand halte. Ich weiß es einfach. Das ist ein normaler Xbox-Controller, oder? Sieht aus wie ein 360-Controller. Ich denke, ich packe ihn zu keine Ahnung. Oh nein, der ist ein bisschen anders, die Form. Wir bleiben bei keine Ahnung. Ich denke, das ist angemessen. So. Oh, DualShock 3. Okay. DualShock 3 ist ja wahrscheinlich sich am miesesten anfühlende Mainstream-Controller, den man findet. Die Knöpfe fühlen sich alle seltsam an zu drücken. Sie haben irgendwie zu viel Widerstand. Die Sticks auch. Alles hat zu viel Widerstand ein bisschen. Und er wirkt generell auch ein bisschen, als ob er, wenn man ihn ein bisschen zu fest drückt oder so, hört man, wie er zusammenknirscht. Er wirkt nicht gut. Was er natürlich hat, was für ihn spricht, ist eine unfassbar lange Akkulaufzeit. Der PS3-Controller wird einfach nicht leer gehen. Allerdings... Er fühlt sich aus irgendwelchen Gründen so schlecht an. Ich würde ihn auf D packen. Ich weiß noch nicht ganz, warum er sich schlechter als PS2-Controller anfühlt, aber er fühlt sich einfach wirklich nicht gut an. Fuck, der kackte DualShock von der PS3 wurde für 60 Euro verkauft. Jeder 20 Euro Controller fühlt sich besser an. Yeah. Ich meine, die Akkulaufzeit ist das, was sie im Großen und Ganzen rettet, was angenehm macht, aber es ist kein guter Controller. Oh Gott. Wie ihr seht, hinter uns, Xbox One Controller ist ebenfalls für mich ein S hier. Das ist der übliche Controller meiner Wahl. Ich mag eigentlich das Gefühl von allen Tasten soweit. Ich mag auch das Steuerkreuz, was bei modernen Controllern ja weniger der Fall ist. Einziger Nachteil ist, dass LB und RB dazu neigen, dass sie oftmals versagen. Deswegen habe ich einige davon, aber prinzipiell guter Controller. Fühlt sich alles gut an. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Xbox One Controller. Jetzt der wahre König von GameCube Controller. Mir egal. So, die Frage ist nur... ich denke, gegen Xbox One Controller hat jemand was aus. Da wir haben ja so eine Konsolenkriegssituation und jemand sagt, oh, aber ich mag nur Microsoft. Oh, ich mag nur Nintendo. Ich meine, wenn man selbst seinen Horizont verkleinern will, dann ist okay. Verstehe ich, was uns dagegen hat, aber... Ja, okay. Wiimote Nunchuck. Wo fange ich am besten an? Das ist schwer. Der Nunchuck
ist im Großen und Ganzen wie das mittlere Teil vom N64-Controller, bizarrerweise. Und er hat eine C-Taste, welche mich immer verwirrt hat. C vom Nunchuck. Bin ich der Einzige, der immer der Meinung war, dass es eigentlich so laufen sollte, dass wenn man C gedrückt lässt, dass der linke, dass der Stick dann die Rolle von dem C-Stick übernimmt? Das heißt, ich hatte immer, von der Funktion her war ich diesbezüglich immer sehr verwirrt, weil es einfach nur ein Button ist. Aber ich dachte, das wäre ein Button, der aus dem Stick dann, weil man nur einen hat, dass er ihn dann einen C-Stick daraus macht, quasi, also einen rechten Stick. Und es war nicht so. Daran habe ich nie gedacht. Hatte ich nie. Was für ein Fand. Niemand außer mir hat das gedacht. Das ist okay. Ich habe es auf jeden Fall immer gedacht. Oh nein, wie einfach niemand die Problematik kennt außer mir. Ach Gott. Ich hatte einfach L und R. Es gibt kein L und R, das sind Z und B. Auf jeden Fall, es hat mich verwirrt. Ansonsten. Ich denke, der Aufbau wie der Fernbedienung war auch dumm. Plus, Minus, 1 und 2 sind Tasten, die man eigentlich nicht wirklich drücken will. Wenn ein Spiel verlangt, dass man sie drückt, dann ist es immer ein bisschen nervig. Ich meine, Plus und Minus wurden für Menüs verwendet. Ich habe das Gefühl, den Minus-Button hätten sie sich ganz sparen können. Der war nie wirklich nötig. Vor allem, es gibt auch einen Home-Button. Es gibt einen Ausschalt-Button, den ich nicht leiden kann, weil er gefühlt die Hälfte der Zeit irgendwie nur den Controller ausmacht. Wenn man nicht lang genug drückt, statt die ganze Wii. Und das stört mich ein bisschen. Aber gleichzeitig, Spiele, die man mit dem Controller spielt, können sich sehr gut anfühlen. Wenn wir zum Beispiel an sowas wie Mario Galaxy denken. Das fühlt sich einfach alles gut an. Der andere Vorteil ist, dass man seine Hände halten kann, wie man will. Oh, seht mich an, ich spiele gerade ein AAA-Videospiel. Mit den Händen hinter dem Kopf. Das ist eine Sache, die möglich ist. Gleichzeitig hatte ich immer relativ große Probleme damit, dass die Wii-Sensorleiste meine Wii-Mode erkennt. Auch wenn Leute darauf bestanden, dass ich es mit dem Teelicht versuchen soll. Was ich irgendwann mal noch versuchen soll, aber ich hatte große Probleme damit. Ich kann ihn nicht auf C packen. Das Einzige, was für mich als Nachteil vom Wii-Control... Ich meine, man kann ihn auch so vielseitig verwenden, wenn man ihn anders hält. Das Einzige, was für mich wirklich als Nachteil gilt, ist, dass die Sensorleiste dumm ist. Ansonsten wäre es natürlich kein S-Tier. S-Tier kann er nicht sein, aber das ist das, was ihn vom A-Tier weghält. Ansonsten denke ich, dass es an sich ein angenehm zu haltender Controller ist. Ja, ich weiß, dass mit Teelicht funktioniert, weil die Leiste an sich keine Arbeit leistet. Das weiß ich inzwischen. Steht ihr? Die Leiste leistet nicht. Okay, Controller-Tierlist. Wo würdet ihr mir am wenigsten zustimmen? Weil was würdet ihr sagen? Muss mindestens auf A die Wiimote? Nein, dafür hätte ich zu große Probleme. GameCube auf A? Hm. 360 auf A? Na, 360 will ich nicht wirklich auf A packen. Ich finde 360 wirklich nicht mehr so angenehm. Ich bin zufrieden. Wii, GameCube auf S Plus. Das war es nur, um Fully wütend zu machen, oder? GameCube B oder A. Ich sehe schon, GameCube und der PS4 sind die umstrittenen Controller. Leute wollen GameCube niedriger und der PS4 entweder höher oder niedriger. Was mit dem Wii U Pro Controller? Oh, ich kann dir versprechen, wenn der Wii U Pro Controller da wäre, er würde zu 100% auf D landen. Ich hasse den Wii U Pro Controller. Und ich hasse es so sehr, dass es keinen anderen für die Wii U gibt. Ich hasse ihn so sehr. Er fühlt, die Sticks haben viel zu wenig Widerstand. Alle Buttons fühlen sich ein bisschen nicht allzu gut an. Und das größte Problem wegen dem Material, fühlt es sich immer, wenn man ihn für 5 Minuten in der Hand hat, fühlt es sich an, als ob man 3 Packungen Chips gegessen hätte, während man ihn hält. Der ist einfach so schmierig aus irgendwelchen Gründen. Ich hasse dieses Material. Ich hasse es.
Es ist so unangenehm. Stört mich so sehr. Hat der Delay? Man erzählt sich da Geschichten. Man erzählt sich da Geschichten. Der ist auch zu leicht. Ja, yeah, das auch. Aber gut. Ey, ich würde fast sagen, das waren Tierlists. Seht ihr, ich habe gesagt, mir fällt noch was ein für den Stream. Und wir haben ein paar Dinge gelernt. Wir haben heute ein paar gute Dinge gelernt. Wir haben gelernt, was die besten Emojis sind. Wir haben gelernt, was die besten Süßigkeiten sind. Und wir haben gelernt, was der beste Controller ist. Was für ein Tag. Wir haben alles hinbekommen. Und ja, damit würde ich sagen, ich habe dich hassen gelernt. Das ist natürlich bei diesen Tierlists. Weil das stimmt überhaupt nicht. Was habe ich falsch gemacht? Ich bin nicht so wütend wie nach der Pokémon-Tierlist, also war es okay. Pokémon-Tierlist ist hart. Da ist man halt immer auch für die anderen wütend. Hat sonst noch jemand Controller-Tierlist gemacht? Nein. Okay. Schön. Ja. Was hätte ich eigentlich sonst noch für Controller-Tierlist? Oh nein, da sind die Recent-Rankings. Oh, da unten steht das. Oh. Sag mal, was soll das? Oh, für mich ist jeder ein Gewinner. Was soll denn der Schwachsinn? SNES auf S. N64 auf A. Stehe. Commodore. Bueno. Oh. Ich hätte mir auch bessere Begriffe geben sollen. Das sind Bueno Controller. Meine PS3 und PS2 auf Joita. Komm schon.